Studierende Dr. Monika Häsler Pastner. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier im Interview habe. Danke. Zu unserem Mindstyle Talk. Mhm. Und im Rahmen des Mindstyle Festivals, dass du heute schon ja, die Bühne gerockt hast. Ja. Ja, und auch sehr berührend mit deinem Thema. Wofür bist du denn Expertin? Was ist dein Thema, wofür du deine Freundschaft auf die Bühne trägst? Ja, also mein Herz schlägt natürlich für alles, was die Medialität betrifft. Für mich ist die Medialität eine innere Ausrichtung, eine Haltung. Das heißt, so ein wenig auch die Geisteswissenschaft in den Fokus zu stellen. Das heißt, aus dem Inneren heraus entwickelt sich alles und somit kann auch der Geist die Materie formen. Und ich würde sagen, das ist etwas, was mir in die Wiege gelegt wurde, im Rahmen meiner Kommunikationstalents, meiner Euphorie und vor allem meiner Liebe zu den Menschen. Und sie auf dem Weg dabei zu begleiten, so ihr inneres Feuer oder auch diesen berühmten, was wir heute auf der Bühne hatten, den roten Faden, anzuerkennen und zu sehen, welche Möglichkeiten, welche Potenziale trage ich in mir und somit das Leben eigenverantwortlich und eigenermächtig zu gestalten. Ja. Und am Ende des Tages, es geht ja immer um die Liebe. Ja. Ein Begriff, der immer wieder vorkommt, aber diese Liebe ist sozusagen eine Ausrichtung, eine Qualität, eine Hingabe, nicht Aufopferung. Und es geht sozusagen immer darum, wenn du dein Inneres ausrichtest auf deinen Geist, dann wird die Materie dem folgen. Und dann bist du auch in der Lage, dein Leben so zu gestalten, das Leid zu durchwandern, nicht stecken zu bleiben und sozusagen dann weiterzugehen und alles, was dein Herz sozusagen, nachdem es ruft, in das Leben zu ziehen. Also es geht nicht nur Happiness, ja, wie man es in den 60er Jahren hatte, think positive, sondern es geht zu dem zu werden. Ja. Der beste Beweis ist Monika selbst. Ja. Sehr schön. Und was bei dir ja auch so spannend ist, dass du das Thema in den Business-Kontext stellst. Wie bist du dazu gekommen? Also von der Ausbildung her, die war eigentlich klassisch, wie man so schön sagt. Also von einer Lehre bis zum Studium gehend, bis zum Doktorat der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, sehr vorgegeben, ja, sehr strukturiert, sehr einengend, ja, wenn man so ein bisschen haben will. Und dann ab einem gewissen Punkt in unserem Leben, das passiert uns allen, beginnen wir nicht nur zu denken, sondern auch hineinzufühlen. Ist es das wirklich, was ich tun möchte? Und so bin ich dann sozusagen von einer lehrenden Tätigkeit der Business Administration und Bookkeeping und Management und Marketing, die Klassiker, habe ich auf einmal gemerkt, nein, es ist nicht nur für kleine Klassen bestimmt, sondern für die ganze Welt und bin dann sozusagen mutiert zur Weltenlehrerin, wenn man es so haben will. Das heißt, ich bin Lehrerin meiner eigenen Innerwelt und dadurch gestalte ich die Außerwelt mit. Ich brauche niemanden erzählen, wie der Hase läuft, wie man sagt. Ich brauche niemanden erklären, wie das Leben funktioniert. Da hast du genügend Erfahrungen. Aber wenn ich an meiner Innerwelt arbeite, entwickle ich eine Expertise und kann das mit Hilfe einer, nennen wir es ja, eines Äthers, Akasha, geistigen Welt, einem Impuls, einer Intuition weitergeben. Und das läuft. Und meine Hauptfunktion ist neben Manchester Energetica College. Das ist eben eine Lebensschule für Schulung zur medialen, noch einmal, Schulung für mediale Fähigkeiten. Und was aber ich eigentlich auch sehr stark mache, ist Einzelsitzungen. Das heißt, die Menschen kommen zu mir und fragen, wo ist da noch ein roter Faden? Ich habe ihn verloren oder sehe ihn nicht mehr. Und dann eben gehen wir in diese Qualität der Innerwelt, der Intuition und finden Antworten, die wir gar nicht gedacht hätten, dass sie aus uns heraus entstehen. Ja, da hast du uns ja auch bei deiner Keynote sehr schön auch einmal reinfühlen lassen, sehr berührend. Wie erklärst du das, was du machst, einem Kind? Ja, gut, da habe ich jetzt ein bisschen so einen Vorteil, weil ich natürlich auch Kinder und Jugendliche unterrichtet habe. Ja, und es braucht eigentlich keine Erklärung, sondern Kinder fühlen intuitiv. Und das geht dann irgendwann später ein wenig verloren. Und ich brauche dem Kind nichts erklären, sondern
Es zeigt mir etwas, es erklärt mir etwas. Es zeigt auf eine Blume. Ein Kind kann sich viele Minuten lang nur damit beschäftigen, nicht nur mit dem Handy oder mit modernen Medien, sondern auch mit der Natur. Das Kind geht hinaus in die Natur und sagt, schau, dort, da. Es kann doch nicht einmal sprechen. Aber es findet schon ein Tier, eine Pflanze so interessant und vertieft sich und kommt in diese Mitte. Also nicht ich muss dem Kind etwas erklären, sondern das Kind erklärt es mir. Und später dann haben wir ja das berühmte innere Kind, das erklärt es uns dann später. Das sagt, ich möchte nur spielen. Ich möchte nicht in eine Form gepresst werden. Ich möchte nicht warten bis zur Pensionierung, bis ich dann endlich dies oder jenes tue. Ich möchte jetzt schon ausbrechen. Du kannst ja nicht ausbrechen, ist eine Illusion. Aber du versuchst sozusagen das, was dich eng macht, dich wieder zu weiten. Ja? Und es ist wieder, du kannst wieder atmen. Und es hört irgendwann auf, dich zu denken. Man nennt das Samadhi, man nennt das die Erweckung, Moksha. In der Liebe haben wir eben auch die Möglichkeit durch körperliche Verschmelzung. Wenn du in dem Moment, wo es sozusagen orgastisch wird, wenn männliche und weibliche Energien sich in dir vereinen, dann denkst du nicht, sondern dann fühlst du nur. Es ist eine Explosion. Und dieses Gefühl, dieses Feeling für dich, für deine Innerwelt und das Äußere zu bekommen, ja, setz dich hin und sei still. Setz dich mit deinem Kind hin, sei still. Und alles ist erklärt. Es klärt sich nur etwas, nämlich dein Mind, dein Brain. Sehr schön. Wie empowerst du, Monika, wie empowerst du dich selber? Woher holst du deine Kraft? Monika holt sich die Kraft und ich sage das wirklich so aus einer dritten Person-Perspektive, weil ich glaube nicht, dass ich Monika bin, sondern da wirken andere Kräfte, da ist eine andere Energie, da ist ein Spirit da, wie immer man das nennt. Ich bin nur das Gefäß, ja. Und Monika ist eigentlich, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich jemals müde bin. Natürlich gibt es auch Phasen, da spüre ich es. Es drückt etwas oder es drückt mir die Augen zu oder ich merke jetzt, aha, ich müsste jetzt schlafen gehen. Aber die Wahrheit ist, ich habe so einen Glauben an die Erde, an das, was da oben das Nicht-Sichtbare ist. Ich habe so eine Energie in mir, die sich freigesetzt hat, wie ich all meine Dramen, meine eigenen Dramen von Monika beseitigt habe. Und wenn du nicht mehr im Kreis denkst, sondern zum Kreis wirst, ja, wenn du auf einmal in deiner Mitte bist und das Handy läutet, ja, und du denkst dir dann, warum in diesem einen Moment, ja, und du bleibst in deiner Mitte, dann ist alles gut. Und es geht darum, also ich glaube, diese Power, die wir im Außen suchen, kommt aus dir. Und wenn du deine Themen geklärt hast, ja, wenn du auch weißt, du bist nicht immer des Mutters, Vaters, Tochter oder Sohn, immer wieder in die alten Beziehungen, in die alten Muster, wenn du irgendwann für dich gesagt hast, jetzt überlasse ich es meiner inneren Führung, dann hast du so viel Kraft und so viel Power und ich bin der Beweis. Natürlich, wenn jemand jetzt das hier sieht oder mich sieht, natürlich optimieren wir auch, ja, von Frau zu Frau. Ja. Also natürlich haben wir manches Mal eine Maske, Persona, die Maske. Ja. Wir machen uns hübsch oder setzen was auf oder tupieren auf. Das gehört auch dazu, die Fülle. Aber wenn alles abgeschminkt ist, wenn du wieder nackt vor dem Spiegel stehst, da kommst du in die Essenz. Und wenn du stetig in der Essenz bist und auch immer wieder dich fokussierst, einfach einmal so wie jetzt still zu sein. Die Leere auszuhalten und daraus die Leere zu ziehen. Dann hast du eine Kraftquelle in dir, die niemals versiegt. Wie würdest du Glück definieren? Oder was bedeutet das für dich? Ich glaube, die Definition ist für jeden etwas anderes. Aber in meinem allumfassenden Sein oder für mich jetzt ist Glück eine Haltung. Es ist ein Zustand. Es kann ein Zustand sein der höchsten Erregtheit oder der tiefsten Ruhe. Glück passiert in einem Moment deines Lebens, wenn sozusagen alles geklärt, alles gesagt, alles getan und du in deiner Körpermitte bist und du bemerkst, du bist nicht mehr der Spielball des Lebens,
sondern du gestaltest dein Leben. Und jeder einzelne Moment, es gibt auch andere Momente, also bitte nicht, es ist immer happy, happy, happy. Nein, ja, es gibt so viele Momente, da denkst du, und auch das ist Glück. Wenn deine Krankheit passiert, dann ist es auch ein Moment des Glücks, wenn du wieder gesundest. Wenn du einen Unfall hast, dann ist es ein Glücksmoment, wenn all das, was zerbrochen, wieder heil ist. Wenn Beziehungen auseinandergehen, ist das größte Glück, was daraus dann entsteht, aus diesem Zerbrechen, Zerwürfnis. Wir sind stetig wie der Phönix aus der Asche. Aber dieses Mal, in diesem Jahrzehnt, steigen wir nicht aus der verbrannten Erde aus, sondern aus der fruchtbaren Erde. Und der Phönix ist das Glück. Und der bist du. Und irgendwann begreifst du und lernst du, du spielst nicht mehr die alten Spiele. Du bist nicht mehr nur das Ich, 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 haben, 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 Hunger, 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 sondern irgendwann wird es still und dann wirst du zum Glück. Du musst dazu werden. Du kannst nicht ein Interview führen und du machst dich schön, setzt dich hin, wirst verkabelt und sagst, so, jetzt mache ich ein schönes Interview. Es kommt, es fließt. Wir beide interagieren, du spürst die Energie, was sich da im Raum aufbaut. Stille, Höhen, Tiefen. Und das ist für mich im Moment der glücklichste Moment meines Lebens. Und ich gehe aus der Tür und es ist wieder der glücklichste Moment meines Lebens. Und eine Geschichte möchte ich diesbezüglich erzählen. Immer wenn ich das Haus verlasse, wo ich lebe, mache ich die Tür zu und sage, wenn ich dann am Abend wiederkomme oder wann immer ich wiederkomme, bin ich die glücklichste Frau, was immer das ist. Und ich bin dann hinunter in die Garage, bin auf dieses Event gefahren und wie ich unten stehe, denke ich mir, ach, irgendwas fehlt an meinem Outfit. Was fehlt? Ein Schal. Und ich bin wieder hinaufgefahren und war so abgelenkt, Schal, Schal, magentafarbener Schal, Schal, ich will einen Schal. Fahr wieder rauf, sperr die Türe auf, geh hindurch und in dem Moment, wirklich, in dem Moment denke ich mir, mein Gott, es ist so schön, es ist so schön. Und bin zu dem Schal gegangen und habe den umgehängt und dachte, wow, ich bin so glücklich. Ich dachte nur, es wäre ein anderer Moment. Aber es war der Moment, wo ich über die Schwelle getreten bin. Und wenn du über die Schwelle der Angst tretest, wenn du dir das manifestierst, manifest machst, auf die Erde bringst, dann gehst du jeden Tag über diese Schwelle und es ist dann ein Zustand. Du bist pures Glück. Und du lebst das voll und ganz. Ja. Spürt man auch so richtig. Aber sowas von. Aber auch mir passieren Dinge. Und es gibt auch Tiefgänge, aber du verweilst dann nur mehr eine kurze Zeit, weil du weißt, aha, da ist jetzt etwas, na, pff, ja, ich werde genauso noch hysterisch. Ja. Manches Mal kommt genauso ein Wort, wo ich mir denke, das hat eine niedrige Schwingung. Ja. Autofahren oder so. Mhm. Ja. Aber es vergeht schneller, es packt dich nicht mehr, es hält dich nicht mehr fest. Und du lässt alles gehen. Auch wenn die größte Liebe deines Lebens eines Tages sagt, nein, ich möchte das nicht mehr, ich möchte dich nicht mehr. Ja? Oder wenn deine Eltern gehen, wenn die Berufung geht, wenn Krisen sind, wenn irgendetwas passiert und du sagst, aber ich dachte doch, wir reiten gemeinsam in den Sonnenuntergang. Es geht so schnell. Und in diesem Moment atmen, innehalten und über die Schwelle gehen. Geh hindurch, bleib nicht stecken. Immer den einen Schritt weiter gehen. Ja, geh hindurch. Wenn wir für dich ein großes Banner machen, wo du einen Spruch, ein Motto draufschreiben darfst, ja, das hängen wir an ein Flugzeug und das fliegt über ganz Österreich und darf sich der ganzen Welt zeigen, ja, was darf auf diesem Banner draufstehen? Es ist das Motto eigentlich meiner medialen Schule, meiner Lebensschule, und zwar das ist von Seneca. Und zwar auf Latein, per aspera ad astra, durch die Dornen, durch das Raue, zu den Sternen. Und irgendwann steht auf dem Banner nur mal, die zwei anderen Wörter fallen runter, ad astra, zu einem Stern wirst du. Und das ist eigentlich, worum es geht. Irgendwann hört das Gekneife auf, das Gezwicke, das Leid, das Geplappere. Und irgendwann ist es nicht mehr per aspera, sondern nur mehr ad astra. Sehr schönes, ja, Ziel vor Augen, ein schöner Weg auch dahin. Ich danke dir von Herzen
Nein, ich habe noch eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar, wir haben auch viele junge Leute hier. Ja. Wenn jemand noch am Anfang ist seiner Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht sich das eine oder andere noch eckig anfühlt, welchen Rat, welche Empfehlung würdest du einem jungen Menschen mit auf den Weg geben, auf den Lebensweg? Es ist eigentlich Rat, es gibt immer den Ratschlag, das ist immer wie ein Schlag, ja, so einen Hinweis. Also wenn man sozusagen einem jüngeren Menschen, wenn man sagt, schau, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich schon länger auf Erden bin, sondern ich bin halt jetzt vielleicht ein bisschen älter, reifer oder wie auch immer. Aber der einzige Hinweis ist, wenn gar nichts mehr geht, dann setz dich hin, mach die Augen zu, such dir jenes Stoff und Kuscheltier, was dir immer am nächsten war, und spüre es in deiner Körpermitte, nehme es und für einen kurzen Moment erinnere dich, als die Welt noch heil und ganz war und du in deiner Mitte warst mit deinem Kuschelstofftier. Und du hältst es an dein Herz und belebt es. Und in diesem Moment beginnt es zu atmen. Und was würde dir dein Stofftier, dein Kuscheltier sagen? Was ist die Botschaft? Was sollst du tun? Und schau es an, halt es fest, rieche daran, spüre es, schmecke es. Halte kurz inne, spür die Wärme, die Geborgenheit. Und wenn du das niemals hattest, dann visualisiere, stell es dir vor, imaginiere. Und dann mach die Augen wieder auf, komm hierher zurück. Und jeder von uns braucht gewisse Minuten mit seinem eigenen innersten, kuscheligen, wärmenden. Und das ist das, was ich jedem Einzelnen wünsche. Ich danke dir und ich danke auch vor allem dir, dass du jetzt mit mir gemeinsam diese Reise gemacht hast, und mögen viele, viele Menschen jetzt auch auf diese Reise gehen und ihr Kuscheltier finden, das sie in sich tragen, ihr inneres Kind. Und weiter zu den Sternen schreiten. Vielen Dank für diese wundervolle Energie, für dieses schöne Gespräch, liebe Monika. Danke. Es war mir ist mir eine große Freude, dich und deine Arbeit besser kennenlernen zu dürfen. Dankeschön. Medium der neuen Zeit, Manchester Energetica College. Dankeschön. Danke. Danke.